unserer Schule haben einen ganz normalen Musikunterricht, aber wenn du möchtest, kann ich auch noch gleichzeitig ein Instrument spielen. Das kannst du in der 5. und 6. machen. Und in der 7. kannst du auch wechseln, kannst du es auch aufhören. Und danach gibt es auch noch unser großes Schulorchester. Da kannst du auch gerne mitspielen. Ich fände es ganz toll, wenn du Teil unserer Musikfamilie am BGL wirst. Das wirklich Praktische ist, dass wir nicht nur eine Lehrerin vorne stehen haben, sondern dass in jeder Stunde auch Lehrer und Lehrerinnen aus der Musikschule dabei sind. So haben wir für jedes Instrument einen Experten oder eine Expertin. Deswegen arbeitet das BGL für die Musikklassen ganz eng mit der Musikschule der Stadt Lüdenscheid zusammen. Und weil wir die Experten im Unterricht haben, kann jede Stunde anders aussehen als die davor. Manchmal sind wir alle zusammen und als großes Orchester. Es kann aber auch sein, dass ein Lehrer von der Musikschule zum Beispiel alle Schüler, die das gleiche Instrument spielen, betreut. Und wir dann nur für uns arbeiten. Und manchmal kann es auch sein, dass wir zu zweit oder alleine von der Musikschule ganz individuell fördert. Das ist total praktisch, wenn wir mal eine Frage haben. Das Praktische ist, dass man mit der Musikklasse das Gesamtpaket bucht. Für 31 Euro im Monat bekommen alle ein Leihinstrument von der Musikschule gestellt, das zum Üben mit nach Hause genommen wird. Für die Kinder der großen Instrumente gibt es außerdem noch extra Instrumente in der Schule. So kann man ein Instrument in der Schule lernen, ohne einen zusätzlichen Termin in der Woche zu haben. Was ich auch total super finde bei den Musikklassen, ist, dass wir total schnell eine richtig gute Klassengemeinschaft geworden sind. Ich glaube, das liegt daran, dass wir eben von Anfang an ganz viel zusammen machen. Und wir lernen halt auch, dass es in einem Orchester auf jeden ankommt. Aber gleichzeitig muss man auch keine Angst vor einem falschen Ton haben, weil dann alle anderen ja auch spielen. Außerdem ist es mit dem Instrument ja für uns alle neu. Deswegen verstehen es auch alle, wenn man es nicht sofort hinkriegt und keiner wird ausgelacht. Und wenn man dann die ersten Auftritte gemeinsam als Klasse gemeistert hat, das schweißt die Klasse ganz schön zusammen. Und jetzt auch rückblickend mit den Erfahrungen, die ich in der Weserklasse gemacht habe, kann ich echt sagen, dass sie mir auch in anderen Fächern geholfen haben. Also auch wenn ich mich beim Musizieren immer konzentriert habe, das war in anderen Fächern nicht unbedingt so. Und die Bläserklasse war dann immer was, wo man zwischendurch mal runterkommen konnte. Und auch das Musikmachen hat einem einfach was gegeben. Vor allem hat das Musikmachen mich selbstbewusst lernen lassen. Da ich schon seit der 5. Klasse auf der Bühne stehe, habe ich nun gar keine Probleme mehr damit, vor anderen Menschen etwas vorzustellen. Vor allem in der Oberstufe habe ich dabei einen riesen Vorteil. Somit habe ich gar keine Angst mehr, meine Hausaufgaben vorzustellen oder ein Referat zu halten. Und auch wenn ich daran denke, dass ich bald studieren gehe, bin ich froh, dass ich diese Erfahrung mit der Musik schon seit der 5. Klasse machen konnte. Das musikalische Schuljahr am BGL ist gespickt von vielen Highlights. Dem Martinusmarkt der Gemeinde Oberramede, dem Weihnachtsmarkt der guten Taten, das große Konzert der Oberstufenschüler vor den Weihnachtsferien. Und dann geht's weiter mit dem großen Berglöwenkonzert, wo alle Schülerinnen und Schüler, die musikalisch was präsentieren möchten, sich beteiligen können in Kooperation mit dem Lions Club. Und am Ende des Schuljahres ist unser großes Sommerfest. Da spielen dann auch alle Musikklassen von der 5 bis zu 7. Außerdem können alle Schüler aus den Musikklassen ab der Klasse 7 in unserem Schulorchester in den Röhrenwerken spielen. Und die Musikschule hat auch noch ein großes Angebot an Ensembles, wo unsere Musikklassenschüler alle mitspielen können. Besonderes Highlight dieser Bläserklassenfahrt waren vor allem unsere Probenfahrten in die Jugendherberge am Sorgbesee. 3 Tage Musik machen, Disco und Stockbrot am Abend und Proben. Immer wieder Proben. Das ist ganz schön anstrengend, aber was man in so 3 Tagen schafft, das ist der Hammer. Die Musikklassen fahren in Klasse 5 und 6 für 3 Tage jeweils auf eine Intensivprobenfahrt. Diese Tage sind für die Weiterentwicklung am Instrument
aber auch für den Aufbau einer Klassengemeinschaft und auch als Orchester total prägend. Aber das Wichtigste, was ich über die Musikklassen am BGL sagen kann, Musik macht einfach viel mehr zusammen Spaß. Und jetzt fehlt's eigentlich nur noch du. Wir freuen uns auf dich.